Hallo und herzlich willkommen zurück zu Space Haven. Wir sind hier in unserem Schiffchen. Und ich mach mal das HUD an. Ja, wir haben hier letzte Folge das Wrack ausgenommen und jetzt wird gemeint. Müssen auch gucken, dass die Leute arbeiten, weil wir brauchen ganz dringend so einen Wasserreiniger. Könnte man eigentlich noch hier hinklatschen. Und dann brauchen wir da noch einen Gaswäscher. Den klatschen wir dann hier hin. Was kostet denn der? Ja, der kostet zwar ein bisschen was, aber wir kriegen hier Infrablocks aus dem Zeug. Denke ich. Ganz gut raus. Hier aus dem Scrap. Macht ihr mal bitte. Und das sollte eigentlich klappen. Wir haben noch genug Energie. Haben zwar nicht gerade viele Hull-Blocks, aber machen jetzt mal ein bisschen schneller. Wenn euch das zu schnell ist, könnt ihr mir das ja auch mal sagen, wenn ihr lieber in Zweifach- oder Einfachgeschwindigkeit gucken wollt. Dauert dann halt alles ein bisschen länger, aber naja. Ich wollte hier nochmal gucken. Fertigung hat. Du bist volle Kanne Fertigung. Bauen, Wartung, Story. Abbau. Warte mal. Oh, Daniel kann diesmal gar nicht abbauen. Krass. Er ist diesmal unser Fertigungsman. Dann macht ihr beide das mal. Oder einer von euch zumindest. Ja, der Casey meinte auch schon mal, der Soundtrack ist super entspannt. Das finde ich auch. Ist schon angenehm. So. Wir sollen auch eigentlich so eine Dingens bauen. Der Handelspartner, das ist immer noch buggy, ne? Welcher ist denn das? Harty. Abbrechen. So. Könnt mich mal. Ich weiß nicht, warum das nicht funktioniert. Vielleicht muss ich die einmal anrufen oder so. Vielleicht muss ich erst das Tutorial dafür machen. Das Problem ist, ich muss ja erstmal dafür sorgen, dass hier alles läuft. Und unser Wasser geht bald alle, also jetzt kann ich hier nicht die Priorität hochsetzen. Macht mal erstmal nur Infraschrott, bitte. Weil wenn uns das Wasser ausgeht, Leute, sind wir am Arsch. Ich meine, wir kriegen noch ein bisschen durch die Toilette, aber das ist nicht viel. Hygienisch und in der Lage, menschliche Fäkalien in Trinkwasser umzuwandeln. Ist das nicht wundervoll? Da schlafen sie. Deswegen habe ich Vorhoppelgeschwindigkeit. Nori macht nochmal Lulu. Ja, wir wollen ja kein Kacki in der Hose, Leute. In der letzten Folge, ich dachte, ich lese nicht richtig. Es tut mir übrigens leid, dass die Folge ein bisschen später rauskommt. Ich hatte noch ein bisschen was zu machen. Aber sie kommt. Heute. Also, ne? Viel Spaß dabei und danke fürs Einschalten. Hehe. So, wie? Hier ist kein Strom? Mach mich nicht fertig, ey. Tatsache. Aber wir können hier noch. Ist das Ding am Strom? Auch nicht, ne? Boah, ey. Ineffiziente Stromverteilung eingeleitet. Machen wir. Nein, das wollte ich nicht. Mach mal so. Und hohe Priority bitte. Und dann macht bitte, Leute, macht. Wir brauchen unbedingt erstmal gleich wieder eine langsamere Geschwindigkeit. Aber auch. Wir brauchen Wasser. Wir brauchen Wasser, wir brauchen Wasser, wir brauchen dieses Ding. Hohe Priorität. So, und jetzt veredeln. Fortgesetzt. Wir haben doch Eis, oder? Warte mal. Dann sollte ich jetzt. Ja, komm, da ist noch ein Ding zu holen. Hol das und dann hol bitte Eis, weil sonst geht uns das Wasser aus.
Ach, dann haben wir auch ein bisschen Wasser wieder erstmal. Andere Geschwindigkeit. Wird nämlich echt knapp. Also. Let's go. Sieht's essenstechnisch denn aus? Noch haben wir genug Gemüse und so. Also, wir sollten eigentlich nicht verhungern. Das ist sehr schön. Wir sollten auch ein paar Hullblocks haben, ne? Das sollten wir auch machen. Komm, ich mach das jetzt wieder an, weil der Wasserreiniger ist fertig, der Gas-Scrubber ist fertig. Sollen sie mal machen. Bitte mach das so gut es geht. Oh ja, Dori macht schon mal Eis ins Ding, das ist gut. Und Julio, leg los. Bam! Da ist Wasser. Bam! Und ich überlege, wenn wir dann wieder genug Blocks haben und so, hier wieder ein Wasserlager hinzumachen. Oder hier. Aber ich denke eher hier. Aber die Pflanzen sind ja auch erstmal nur vorübergehend hier. Na, das muss man ja auch bedenken. Stimme weg. Ja, Arbeit, Arbeit, Leute. Oh, ja, wir haben auf jeden Fall wieder Wasser. Oh, Gott sei Dank, ey. Ist hier denn alles abgeerntet? Nein. Also hier gucken wir mal. Transfer. Nichts mehr, aber Transfer. Holt das mal bitte. Das ist eine Sauerei. Und wir haben wieder drei Infrablocks. Pass mal auf. Aber wir haben nur drei Hullblocks, ne? Boah. Ich mach mal hier Zweifachgeschwindigkeit. Machen wir mal entwerfen. Angenommen, würden das hier noch dran bauen. Das wird uns 1,2, 1,7. Wir brauchen nur so viel, ne? 2 Hullblocks würden uns das kosten. Ja, komm, das machen wir. Unsere Brücke braucht nämlich noch ein bisschen Platz. Da soll noch die Communication Station rein. Aber Wasser. Wasser! Wir sind gerettet, Leute, Freunde. Ist das nicht schön? So, ich muss mal kurz checken. Okay. Nicht wieder vergessen, meinen Timer anzuschalten. Wie so oft. La 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 la. Lager voll, ui. Ja, müssen wir 19 machen. Das bleibt nicht aus, aber hier ist ja nicht verboten, Essen reinzubringen, glaube ich, oder? Warte mal. Ne. Von daher können wir das ruhig machen. Ja, wir holten jetzt da die Monster Buddies noch. Ich fände die nämlich echt praktisch zu haben. Hier können wir eventuell eine Krankenstation reinbauen, ne? Theoretisch. So. Warum baut denn hier keiner? Ach so, weil es Schlafenszeit ist. Dann ab ins Bett mit euch. Nori dance nochmal vom Schlafen gehen. Dori geht aufs Klo. Oh, Daniel und Brille teilen sich ein Bett. Naja, das kann ich auch nochmal irgendwann festlegen. Aber jetzt sind erstmal wichtigere Sachen, die erledigt werden müssen. Zum Beispiel einen Schluck Kaffee trinken. Die müssen jetzt erstmal das Ding ausbauen. Und dann versuche ich die nochmal anzuquatschen und einen Handel zu machen. Obwohl, brauchen wir eigentlich gar nicht, ne? Wir sollten eigentlich weiter ins nächste Gebiet danach. Oder jetzt schon vielleicht. Ja, warum eigentlich nicht? Das Monster Meat brauchen wir nicht unbedingt. Obwohl, das hätte ich gerne noch eben fertig gebaut. Dori wieder. Und jetzt geht's los. Pschu, 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 pschu. Ich muss mal eben kurz gucken hier. Schiff, Systeme. Das ist das Betriebspult, ne? Das Bauch. Ja, das haben wir alles noch. Ja, wir wissen, Hüllenblöcke sind gering. Und wieder arbeiten, bitte. Bau das fertig. It is very important for our quest that you bau das fertig. Sklavenhändlergilde, cool. Vielleicht sind die ja nicht verbuggt, aber ist mir eigentlich auch gerade relativ.
Ich möchte hier nur noch dieses Ding hinklatschen. Aber will ich das hier hinklatschen? Das wird doch theoretisch auch hier hinpassen. Aber dann kommt man dann hier noch vernünftig durch, ist die Frage. Weil hier hätte ich eh eine Wand gezogen, eventuell. Ach komm, wir versuchen das einfach und wenn es nicht passt, können wir es immer noch woanders hinstellen. So, jetzt machen wir aber mal hier Hype Jump vorbereiten. Ist das hier? Fahrzeug in Hangars? Oh. Hä? Wo ist denn unser... Wo ist denn unser Pott hin? Warte mal. Wo ist unser Pott hin? Wo ist Dori? Brille? Daniel? Giuliano? Ah, ach lol. Hier war ja noch was abzubauen. Okay, ich hab nichts gesagt. Können wir auch nochmal mit der Sklavenhändler-Gilde quatschen gleich. Ja, das ist Carbon, glaube ich, ne? Ne, Kohl, ja doch, Kohlenstoff. Ja, ja. Bereite dich auf interstellares Reisen vor. Erforsche dieses Sonnensystem, indem du Hypersprünge ausführst. Zweitens, sammle Ressourcen, erforsche verlassene Schiffe, treibe Handel, überlebe und erweitere dein Raumschiff. Bau Kryostasen kann man für deine Besatzung und brich auf Hyperspuren zu interstellaren Reisen auf. Für Reisen innerhalb eines Sonnensystems werden keine Kryostase-Kammern benötigt. Hypersprünge können über das Menü Systeme ausgeführt werden. Brr, brr, brr. Yep. Kein Problem. So, jetzt wollen wir die aber mal hier anquatschen. Die grüßen wir noch. Wer geht da jetzt ans Pult? Na, wer will quatschen? Wer will quatschen? Warte mal. Julio ist der beste Quatscher. Ja. So, Julio, lass mal machen. Aber der ist ja gerade am meinen, ne? Jo, oh. Das ist natürlich jetzt... Ein bisschen blöd. Kommst du nach Hause, Julio? Hä? Kommst du nach Hause? Wenn ich die anklicke, dann müsste doch eigentlich unerforscht. Das heißt, die können nicht mit uns handeln. Aber wir wollen eh nicht mit denen handeln. Wir bauen das jetzt einfach ab. Julio, der schnellste Miner dieser Welt. Man könnte ja Hilfe kriegen. Ich müsste mir eigentlich auch schon einen zweiten Pot leisten können. Gucken wir doch mal. Schiff, Druckschleuse. Kapsel, Hangar. Ja, warte mal. Aber ich glaube, wir brauchen eher so ein Ding hier noch. Treibstoffraffinerie. Das braucht nämlich schon 3 Tech-Blocks und ich glaube, das werden wir uns auch holen, weil sonst haben wir bald ein Problem, was die Energie betrifft. Das stellen wir mal so hin. Und fliegt er direkt wieder los oder dockt er an? Er dockt. Ne? Ah doch, er dockt an. Okay. Das soll er gerne machen. Kein Problem. Kein Problem. Und hier machen wir mal so. So. Und dann bitte eine Tür da rein. Und jetzt machen wir mal hier Kombinationen oder die Böden kann man leider nicht auswählen, ne? Machen wir die Wände hoch. Wie siehst du aus? Ne, ich glaube, das hier war ganz cool. Ja.
Und hier kann das eigentlich bleiben. Oh ne, das. Da gibt's coolere Sachen, warte mal. Nehmen wir mal das. Und für den Raum das. Und für den Raum das. Oder? Warte mal, wir machen das so. Ne, hier das. Boah, Entschuldigung, Leute. Und das hier. Alles klar. Kaffeezeit. Nom nom nom. Nom 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 nom. Warte mal, das ist ein Screenshot wert. Jo. Alles klar, geht weiter. Sorry, Leute. Esst und schlaft und pinkelt und tanzt und habt dann Spaß und so weiter. Aber wir brauchen ein zweites Klo, wie es aussieht, wa? Boah, guck mal, unser Wasser. Boah, leck. Das ist gut. Aber reicht immer noch nicht, meiner Meinung nach. Wir brauchen noch mehr. We need more of these. Ach ja, hier habe ich voll vergessen. Gestaltung, Kombination. Und hier machen wir jetzt das hier rein, so. Schlafräumchen. Und hier habe ich auch vergessen. Das Klo kann auch Fliesen haben. Ja, guck mal, sogar mit Waschbecken oder was. Man könnte es so interpretieren. Weil, ist euch mal aufgefallen, dass sie sich nie die Hände waschen? Obwohl hier eins ist. Die gehen immer einfach pinkeln und dann gehen die ins Bett. Aber die waschen sich nie die Hände. Die Schweine. So, hier können wir... ein paar Energiestäbe mal machen. Habe ich gerne welche auf Vorrat. Ach, guck mal. Grüßen. Was ist los? Hä? Okay. Normalerweise sollte er die anfunken, aber dann, lassen wir das mal. Entweder sind die Schiffe alle verbuggt. Weil er versucht da die ganze Zeit anzusuchen. Es geht keiner dran anscheinend. Egal, wir machen dann jetzt den Hyperjump. Oder war da noch was zu holen? Doch, da war noch einer abbaubar. Dann machen wir keinen Hyperjump. Dann warten wir eben, dass der Giulio in seine Kapsel jumpt. Nachdem er da nichts macht. Und das Ding noch abbaut. Irgendwas ist doch hier buggy, ey. Irgendwas ist doch hier buggy. Ach so, warte mal. Irgendjemand anders war abbauen. Nauri war abbauen. Ah, okay, alles klar. Ach, Brille, ey. Mach's dir doch nicht immer so schwer, Jung. Und da kapselt sie. Und dann jetzt aber wirklich Hyperjump, Leute. Und wer geht? Nauri geht. Da setzt sie sich ans Pult. Jump. Hust. Hä? Wieso wird mir hier... Wieso wird mir jetzt hier auf einmal noch ein Derelict-Chip angezeigt? Wie wirsch ist das denn bitte? Gehen wir runter oder gehen wir hoch? Gehen wir runter oder gehen wir hoch? Gehen wir hoch. Hier ist zumindest ein Derelict Chip. Boah, hier ist aber echt nicht viel los, ne? Verlassen. Check mal eben, wie lange das Video schon läuft. Ah, schon bei 20 Minuten. Wieder so ein kleines, ne? Ja komm, das könnten wir theoretisch noch schaffen, aber wie sieht denn der Zustand denn aus? Warte mal, ich muss nochmal hinchecken, wer war jetzt der Arzt? Giulio war der Arzt, okay, also...
Ach, wisst ihr was? Wir lassen die erst schlafen einen Tag. Gleich ist eh Schlafenszeit. Was machen wir noch? Eben, dass wir die ins Bettchen schicken. Ja, ey, Leute. Mich freut es auf jeden Fall, dass einige von euch noch Spaß an dem Spiel haben. Und eure Kommentare freuen mich natürlich am allermeisten. Like auch, aber ihr wisst, was ich meine. Halt. Es macht dann einfach noch mehr Spaß. So. Jetzt sollten die aber auch gleich schlafen hier. ASS Quebec, Androiden Kollektiv. Ich bin mal gespannt, ob wir die beim nächsten Mal kontaktieren können oder nicht. Aber jetzt schlafen die Guten erstmal. Und ich würde sagen, das ist wie immer ein gutes Ende für die Folge. Deswegen scrummy nochmal einmal schön durch unser Schiff. Oh, da stehen sie auf. Aber die Folge ist auf jeden Fall vorbei. Ich hoffe, du hattest Spaß beim Zuschauen. Lass es mich doch mit einem Kommentar, Like oder whatever wissen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein, euer Brille.